Wenn ich nach einem langen, harten Arbeitstag nach Hause komme, freue ich mich auf eine eiskalte Nuka-Cola. Hole dir jetzt eine erfrischende Nuka-Cola am Automaten in deiner Straße. Karges totes Land. Ghule, Mutanten und Mini-Atombomben. Das ist die Geschichte von Fallout. Fallout spielt in einer alternativen Zeitlinie. So verlief diese bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 12. Mai 1945 nahezu identisch mit der unseren. Seitdem entwickelte sich die Geschichte der Fallout-Welt aber in eine gänzlich andere Richtung und dieser Zeitpunkt ist der Beginn der Vorkriegszeit. So waren vor allem die technologischen Entwicklungen ein drastischer Unterschied. Zum Beispiel wurde der Mikrochip nie erfunden, weswegen auch keine digitale Datenverarbeitung möglich wurde, sondern diese durch riesige analoge Rechenzentrum mit weiterentwickelten Versionen von ENIAC oder SUSE-Modellen geschah. Terminals für diese waren Kleinrechner mit monochromen Kathodenstrahlmonitoren, also ihr wisst schon, diese DOS-Bildschirme, und auch das Farbfernsehen oder das Internet gab es nie, ebenso wenig digitale Kommunikation wie Handys oder Smartphones. Trotzdem gelangen auch technologische Fortschritte wie autonome Roboter, Atommotoren für den Hausgebrauch, Laser- und Plasmawaffen oder zum Beispiel ein Pip-Boy genannter Armbandcomputer. Dennoch hatte die Technologie und der Fortschritt immer zwei große Probleme. Zum einen beruhten neue Erfindungen immer auf schon bekannter Technologie, die nur weiter ausgereizt wurde, sodass es nicht wirklich neue Durchbrüche gab, und zum anderen waren viele Innovationen extrem ressourceninineffizient und vor allem daraus resultierende für den Allgemeinbürger nutzbare Erfindungen benötigten sehr viel Energie, welche aus fossilen Brennstoffen gewonnen wurde. Was sich zwischen den Zeitlinien wohl nicht unterschieden hat, war die Tatsache, dass sehr viele von euch, die dieses Video hier gerade schauen, meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Und wenn du dieses Video magst, dann abonnier doch jetzt direkt unter dem Video. Support ist kein Mord. Ein weiterer großer Unterschied zu unserer Zeitlinie war, dass die Kultur der Menschen in der Fallout-Welt im Jahr 1950 stecken blieb. Autos, Kleider, Gebäude, Computer, aber auch abweichende Technologien wie zum Beispiel die Roboter verblieben allesamt im Stil der amerikanischen 1950er Jahre. Die Menschen waren dekadent, arrogant und glaubten an den totalen Kapitalismus und Konsum. Soziale oder Umweltschutzbewegungen gab es gar nicht. Es herrschte ein starker Nationalismus und die Amerikaner sahen sich selbst gegenüber allen anderen als überlegen an. Während die USA diese Einstellung politisch auch offen vertraten, gründete sich in Europa durch die Vereinigung vieler Länder das europäische Commonwealth, welches fortan als eine Art Föderation unter einer zentralen Regierung eine einheitliche Politik ausübte, seine Ressourcen teilte und ein gemeinsames Militär aufstellte. Aufgrund der maßlosen Verschwendung, dem Glauben der Menschen an den Konsum und der endlosen Arroganz wurden die fossilen Brennstoffe, allen voran das Öl, immer knapper. Aus diesem Grund suchte man eine alternative Energiequelle und fand sie in der Atomkraft, welche als wunderhaftes Allheilmittel für alle Energieprobleme gesehen wurde, was, wie man sich denken kann, nicht stimmte. Durch die faszinierende neue Atomkraft inspiriert wurde 2044 die Nuka-Cola entwickelt, die schnell zum bekanntesten und beliebtesten Erfrischungsgetränk in den Vereinigten Staaten wurde. So gut wie in jeder Straße stand ein Nuka-Cola-Automat, an dem man sich seine Nuka-Cola ziehen konnte. Im Jahr 2052 kam es schließlich zu einer Energiekrise, weswegen neue Erfindungen darauf abzielten, Nuklearenergie in Alltagsgegenständen nutzbar zu machen. So wurde zum Beispiel die Corvega entwickelt, ein Auto, natürlich im Stil der 1950er Jahre, welche allerdings mit Atomkraft angetrieben wurde. 2051 war Mexiko zuvor von den Vereinigten Staaten annektiert worden, da dieses noch über Ölquellen verfügte und das daraus gewonnene Öl teuer an die USA exportiert hatte.
Trotzdem sorgte die immer größer werdende Verknappung des Öls für Wirtschaftskrisen und Hyperinflation und es wurde den Menschen immer mehr bewusst, dass ihre Gesellschaft auf einen Zusammenbruch hinsteuerte. Dies führte aber nicht zur Einsicht oder zu einem Umdenken der Menschen, vielmehr war die Folge, dass Nationen militärisch in enormem Maße aufrüsteten. Auch das europäische Commonwealth, das bereits jahrelang auf Ölimporte angewiesen war, mobilisierte seine Truppen und griff den Nahen Osten an, um die dort gelegenen Ölfelder zu erobern. Dies war der Beginn von vielen Konflikten zwischen dutzenden Ländern im Kampf um die verbleibenden Ressourcen, die sogenannten Ressourcenkriege. Die UN versuchte zu vermitteln und die Kriege zu beenden, löste sich aufgrund ihres Scheiterns aber bereits 3 Monate später auf. Infolge des Krieges zwischen dem europäischen Commonwealth und dem Nahen Osten wurde im Jahr 2053 Tel Aviv durch einen von Terroristen gezündeten nuklearen Sprengkopf vernichtet und es folgten weitere vereinzelte Einsätze von Atomwaffen im Nahen Osten. Der Einsatz dieser Waffen führte zu einer globalen Angst vor dem nuklearen Holocaust und veranlasste die US-Regierung 2054 dazu, das Projekt Safe House, dessen Pläne in der Theorie vorlagen, zu aktivieren. In dessen Folge wurden im ganzen Land 122 unterirdische Schutzräume, die sogenannten Vaults, durch das Unternehmen Vault-Tec gebaut, in welchen Menschen Jahre oder sogar Jahrzehnte lang überleben konnten und sicher vor Atombomben, Krankheiten und anderen äußerlichen Einflüssen waren. Das Projekt Safe House und die Vaults sind ein sehr umfangreiches, aber auch extrem interessantes Thema. Wollt ihr dazu nochmal ein detailliertes Video haben, dann schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Der Bau der Vaults verschlang Unsummen. So lag der Preis einer einzigen Anlage bei mehreren 100 Milliarden Dollar. Trotzdem konnte nur ein winziger Teil der Bevölkerung darin untergebracht werden. Ungeachtet dessen lag die Strategie aber sowieso nicht darin, die Menschen zu retten, sondern nur zu gewährleisten, dass genug von ihnen überlebten, um wieder an die Oberfläche zu kommen und die Vereinigten Staaten neu zu gründen und wieder zu bevölkern. Im Jahr 2060 versiegten schließlich die Ölquellen im Nahen Osten und der Krieg endete unentschieden. Beide Länder lagen in Trümmern und das European Commonwealth zerfiel in Verzweiflung und im Krieg untereinander. Die Ressourcenkriege spitzten sich zu, als die USA eine Ölplattform der Chinesen sabotierten und so die Kontrolle über das letzte bekannte Ölfeld im Pazifik erlangten. Die Amerikaner errichteten dort eine eigene Förderplattform, die Ölplattform Poseidon, und weigerten sich vehement, auch nur einen Tropfen dieses Öls an andere Nationen zu exportieren, was zu einem Bruch mit den europäischen Staaten führte. Die Spannungen mit China nahmen deutlich zu und 2066 kam es zu einer Invasion Alaskas durch die Volksrepublik China. Die Vereinigten Staaten standen diesem Angriff allein gegenüber, da alle Verbündeten aufgrund der egoistischen Ölpolitik ihre Bündnisse gekündigt hatten. Deswegen griffen die USA zu drastischen Maßnahmen und annektierten Kanada. Anschließend konnten US-Truppen dank des Einsatzes von TB-51 Powerrüstungen die Invasion zurückdrängen und in den nächsten Jahren bis Peking vorrücken. Am 23. Oktober 2077 begann der große Krieg damit, dass alle Atommächte, allen voran die USA und China, ihre gesamten verfügbaren Nuklearwaffen abfeuerten. Dabei wurde jede größere Stadt sowohl mit Raketen als auch Bomben getroffen, wobei die Mehrzahl der eingesetzten Waffen lediglich die Größe und Sprengkraft der Nagasaki-Atombombe hatten. Es wurden also kleine, aber dafür sehr, sehr viele Bomben und Raketen eingesetzt. Aufgrund der Nähe zu China wurde die Westküste als erstes getroffen und die Vorwarnzeit war extrem gering. Die Menschen hatten teilweise nur Minuten, um die Walls zu erreichen und als sich deren großen, zahnradförmigen Tore schlossen, brannte die Welt bereits. Nach 2 Stunden war der Krieg vorbei. Alle Bomben abgeworfen, alle Raketen verschossen. Der Himmel verdunkelte sich und der nukleare Fallout brach herein. Die Erde hatte sich durch den gewaltigen Einsatz von Atomwaffen enorm verändert. Neue Gebirgsketten waren entstanden, Gewässer radioaktiv verseucht und das Klima veränderte sich zu einem dauerhaften, ganzjährigen heißen Sommer, durch den Wasser verdunstete und die Pegel sanken.
Der kurz nach dem Krieg einsetzende Regen war schwarz, verseucht durch Asche, Chemikalien und Strahlung. Er tötete sehr viele Pflanzen, Tiere und Menschen, die auch außerhalb eines Walls überlebt hatten, und dauerte mehrere Tage an. Diejenigen, die auch das überlebten, waren jetzt in einem kargen, ausgetrockneten und unfruchtbaren Ödland gestrandet. Sie zogen sich zumeist in Höhlen, Keller oder U-Bahn-Schächte zurück, um den nuklearen Winter zu überstehen, und gründeten kleine Gemeinschaften, von denen einige zu großen Organisationen wurden. Die Ausrichtung dieser Organisationen hing im Wesentlichen davon ab, wem die Menschen, die sie gründeten, vor dem Großen Krieg angehört hatten. So entstand zum Beispiel die Stählerne Bruderschaft, eine religiöse Ordensgemeinschaft basierend auf einem Feudalsystem des Mittelalters aus ehemaligen US-Soldaten. Diese Fraktionen bieten ebenfalls großes Potenzial für ein weiteres Video. Wenn ihr also Bock auf Nachkriegsfraktionen der Fallout-Welt habt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und dann haben wir sie, die fantastische Welt, die wir aus den Fallout-Spielen und der Serie kennen. Es gibt noch so viel mehr über Fallout und dessen Lore zu erzählen, und ich hoffe, ihr habt Bock darauf. Dieses Video war mit Abstand das aufwendigste, das ich jemals produziert habe, und ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle, wie immer, danke an alle Kanalmitglieder und danke an Kurga für die Verkörperung des Nuka-Cola-Werbesprechers. Bis zum nächsten Video, haut raus, euer Fister. Ciao.